David hier auf dem Weg nach Leonberg zu meinem Kollegen, kann man fast sagen, Arbeitskollegen, zum Matthias Epple, der hat auch mehrere Supplement Stores, unter anderem in Leonberg, wo wir jetzt hinfahren. Und ihr wisst ja, dass ich ein neues Auto brauche demnächst und dass ich jetzt so ein bisschen unterwegs bin und mir verschiedene Autos anschaue, ein bisschen Probefahrt mache, gucke, ob die Bodybuilding tauglich die Autos sind. Und der Matthias hat was ganz Besonderes in der Garage stehen. Ein sehr, sehr rustikales, männliches Auto. Aber das seht ihr dann später. Bis gleich. Fitnessstore in Leonberg beim Matze. Hallo, grüß dich erstmal, David. Immer schön, dich Dankeschön. Zu sehen. Ich habe dich ja schon mal im Gym unten gesehen. Beeindruckend, immer gute Form. Dankeschön. Immer ich habe schon hier trainiert ich glaube bei dir schon zumindest in deinem Auftrag schon zwei Seminare für Bodytech gegeben. Einmal hier und einmal in Stuttgart. Stuttgart im Powerhouse war das mal. Ja, ist auch sehr, sehr gut angekommen. Guter Redner. Danke, danke. Sympathischer Vertreter fürs Bodybuilding auf jeden Fall. Besten Dank, kann ich nur zurückgeben. Ja, wenn ihr hier in der Nähe wohnt oder wo noch überall, was sind mehrere Läden? Wir haben 9 Läden insgesamt, Leonberg, Böblingen, Stuttgart, einfach süddeutscher Raum, der Fitnessstore. Herzlich willkommen, auch nur für eine Beratung, jederzeit gerne. Also schaut rein bei Matze. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg in den Urlaub, in Friedrichshafen hast du auch einen Laden, ne? Nee, Friedrichshafen nicht mehr, Konstanz und Singen. Konstanz, okay, da war ich auch schon mal. Also, wenn ihr hier in der Gegend seid, Stuttgarter Raum auf jeden Fall, einkaufen beim Matze bitte. So. Und jetzt schauen wir uns mal deinen Ride an. Ja, gerne. Du als Autobegeisterter, ich sehe ja draußen steht auch was Schönes. Aber ich glaube, du bist ja gerade dabei, dich zu verändern. Ja, genau. Ich brauche ein neues Auto. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt teste ich diverse schöne Hobel auf Bodybuilding-Tauglichkeit und auf Sound und Beschleunigung, was so wichtig ist. Alles klar, dann lass uns nachschauen. Auf geht's. Sagen. An Leistung. Okay. So 27 bis 67 ungefähr. Du wirst es ja nachher eventuell spüren. kann ich dir mal sagen. Karosserie ist GFK, sagst du? GFK, genau. Wegen Gewicht. Also extrem leicht. Was wiegt ein Golf mittlerweile? 1600? Sowas, ja. Ja. Und du siehst ja auch jetzt nicht irgendwie Technik von 1960, ja, sondern das ist eigentlich alles aktuell. Also das ist eine Corvette-Maschine?
Ist aus der Z06, der 7 Liter V8. Aber in der Z06 ist der nicht aufgeladen, glaube ich, ne? Nein, da ist er nicht aufgeladen damals, genau. Und also Auto ist leichter als die Corvette und hat mehr Power als die Corvette. Richtig. Dann haben Wie viele Airbags hast du? Da sind 20 Airbags drin. Nein, wir wollen ja Gewicht sparen. Sowas brauchen wir nicht, wenn wir alle anständig fahren. Von daher gibt es ja nie einen Unfall. Nee, hier ist wirklich auch bei der Cobra, da ist jetzt Sitzheizung und Lüftung drin. Ja, okay. Normalerweise ist das Ding blank. Okay. Ohne, wo ich das damals gemacht habe, sagt er zu mir, bist du verrückt, das sind nochmal 4 Kilo. Dann sage ich, ja, okay, scheiß auf die 4 Kilo. Mhm. Also, das ist wirklich ein Männerauto, da spürst du alles. Geil. Anhängerkupplung kannst du hinten reinmachen, damit du deine Proteineimer ausfahren kannst. Ja, hast du hier die schweren Seilplatz dran? Hast du schon mal die Füße dran verbrannt oder die Beine? Ich nenne einen Freund von mir, der hat sich ganz böse verbrannt. Also das ist schon doppelwandig hier, ne? Ja. Ja, aber jetzt ist trotzdem heiß. Der wird richtig heiß. Ja. Also, wenn wir nachher fahren und wir fahren wieder her, wirst du sehen, wenn du aussteigst, wie viel Wärme oder an der Ampel, wenn du an der Ampel stehst. Ja. Wir haben hier heute 30 Grad draußen. Also ideal eigentlich für dich, wenn du Diät machst. Du wirst schwitzen ohne Ende. So ganz wichtig natürlich, passt die Sporttasche rein, passt noch eine Dose Eiweiß rein im Kofferraum. Noch eine Dose Eiweiß dazu. Was ist das übrigens noch hier? Das ist Benzin-Ethanol-Einspritzung. Ja. Das heißt, bei Vollgas wird das Gemisch von in die Brennräume einfach zur Lebensdauer und zur Kühlung vom Motor ein bisschen. Nee. So, David, da normalerweise nicht so 120 Kilo Menschenleben hier mitfahren, müssen wir das ein bisschen modifizieren. Das ist halt ein bisschen anstrengender. Oldschool. Oldschool, genau. Gucken wir mal geschwind, das müsste passen. Ein bisschen, da der Mann richtig Brust hat. So. Pass auf den Ausbruch. Also du hast hier einen Freund von mir, 2 Meter, der sagt, ist voll bequem. So, mach mal kurz. Das mal vor. So. Dann ziehen wir das mal hier. Sicherheit geht vor. So. Vorsicht. Krieg noch Luft, Christian. Ist zu fest? Nee, passt schon. Gut. Aber ich glaube, so nach dem Training, irgendwie nach dem Rückentraining oder so, hast du schon Probleme hier reinzukommen, oder? Ordentlich pumpen noch? Ja, also wie gesagt, das wäre jetzt auch nichts für den UPS-Fahrer, der dauernd außen einsteigen muss. Aber mit dem Anhänger der Strecke oder für den Sommer ist das natürlich perfekt. Für das Wetter heute ist es der Knaller. Wirst du gleich sehen.
immer da, oder? Was? Der Kompressor, das ist ja anders als beim Turbo, ne? Ja, du merkst, wenn du mal genau hingehörst, das Pfeifen. Man hört's, ja, ja, ja. Aber ich meine jetzt so vom Ansprechverhalten, ist da ein Loch auch oder ist der immer da? Ja, du merkst so von 3 bis 6,5, da spielt die Musik. Okay. Weil du hast, eigentlich hast du immer Druck, aber so das richtig Brutale, wo du spürst, ist so 3,5 bis 6,5. So. Stelle. Aber Doppelkupplung gibt es jetzt bei dem nicht. Okay. Und vor allem, weißt, wenn du heute einen 11 oder oben was kaufst, in 3 Jahren wird das Ding face geliftet. Ja. Und dann hast du halt immer das alte Modell. Ja, kann jeder passieren. Und mit dem Ding, und du kommst schon als Angeber rüber, weißt, wenn du heute halt, was weiß ich, Brambo oder so fährst. Ja. Dann wirst du halt gleich immer abgestempelt. Aber das ist mir sowieso egal. Also, ich habe lieber ein Lambo und werde abgestempelt als ein Golf und nicht abgestempelt. Also, ich finde es auch cool. Ja. Ja, den Hurricane bin ich mal gefahren. Mhm. Das Wochenende. Der ist auch vom Klang her richtig geil. Richtig aggressiv. So, V8 oder was ist das jetzt? Nee, der Hurricane ist ein 10er. Ja. 620 PS oder sowas. Ja. Aber. Wie Akku der ist, weißt du? Mm. Also. Ein bisschen Bräune auch noch hier. Ja, genau. Kann ich gebrauchen. Aber ich merke auch die Hitze jetzt. Ja, wenn du stehst, dann. Irgendwo hier zieht's. Hier. Da kommt es langsam, das merkst du. Vortrieb ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber so von der Performance jetzt auf der Strecke verglichen mit aktuellen Sportwagen, kann man da was sagen? Der hat den Junior Grand Prix in seiner Klasse gewonnen, jetzt dieses Jahr. Und der fährt höchste deutsche Amateurklasse Rennen und fährt so gegen Lambo und Ferraris. Mhm. Und das Rennen in Spa hat er auch gewonnen mit seinem Ding. Aber, sage ich mal, Ferrari, wenn du jetzt in Ferrari reinhockst und ich fahre mit dem Ding, bist du mit Ferrari schneller. Mhm. Weil das Ding, das ist, muss
Da musst du üben, dass du das gut fahren kannst. Ja gut, hast du auch gar keine Fahrhilfen hier, ne? Ja, ich habe jetzt eine Aktionskontrolle verstellbar, ja, okay. Aber das war's halt. Ja, ja. Sonst hast du nichts. Weißt du, du hast bei denen aktuell ja Doppelkupplungsgetriebe, genau, ja. Und alles. Schaltest natürlich viel schneller. Macht viel aus, ne? Doppelkupplungsgetriebe, so schnell kannst du nicht schalten. Mhm. Selbst die Automatik sind ja heute schneller wie die Schaltung. Mhm. Also ich habe den GNC als von AMG mir bestellt. Da ist die Automatik deutlich schneller wie die Schaltung. Ja. Stinkt doch ein bisschen, gell? Ah? Stinkt doch ein bisschen jetzt. Jetzt ist er eigentlich richtig eingefahren, jetzt könntest du eigentlich loslegen. Gummigeruch. Ja. Sind auch die Reifen ein bisschen im Arm. Ja. Das war ein Ritt. Nur jetzt aufpassen beim Aussteigen auf deine Waden. Ich helfe dir kurz. Sonst habe ich wahrscheinlich sehr dicke Waden. Ja. Danach mit Wasser gefüllt. So. So. So, bis hier. Da musst du wirklich aufpassen. Gut. Hoppa. Prima. Prima. Sie braucht ein bisschen zum Abkühlen, weil natürlich hier jemand mitgefahren ist, der normal ein paar Kilo mehr hat wie normal. Da hat sie auch ein bisschen arbeiten müssen. No. Hört man das? So, also ich bin ein bisschen geschwitzt. Weiß nicht genau, woran es liegt, ob es an der Hitze liegt oder an der Hitze oder an dem Stress, den ich gerade habe. Also das ist schon. Das ist eine Hausnummer. Also ich fahre ja gerne schnelle Autos, aber ich würde mal sagen, so vom Subjektiv, von dem brachialen Empfinden, einfach von Kraft, war das bis jetzt das Krasseste, wo ich drin gesessen habe. Kommt natürlich auch dazu, dass man in den Wind um die Ohren fliegt und die Insekten und so weiter, und dieser infernalische Krach. Aber das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Ja, Tasche passt auch rein. Wie ist der Verbrauch eigentlich, Matze? 5 Liter. 5 Liter auf 100? Ja. Auf 100, aber Öl. Nein. Nee, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was hast du für einen Tank da drin? 60 Liter. Oh, okay. Ich, weil wie gesagt, es ist was für Spaß. Ja. Ich denke mal, dass du zwischen 20 und 25 Liter wahrscheinlich brauchst. Aber das ist ja noch, also ist ja noch im Rahmen, also für die Leistung. Ja, auf jeden Fall ein mega geiles Auto. Besten Dank. Danke für den Besuch, hat mich wie immer gefreut, ja. David. Und bin mal gespannt, wie gesagt, Anhängerkupplung kannst du ranmachen. Echt jetzt? Für einen Anhänger. Bin mal gespannt, wie du dich entscheidest. Ja, schauen wir mal, was es dann wird. Ansonsten euch danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, teilen, liken, abonnieren und so weiter. Und bis zum nächsten Video. Guten Pump. Ciao.